Die Engelkes, starke Frauen befragt zu aktuellen Themen unserer Zeit. Thema heute, der Meter. So, 1795 haben 17 Staaten beschlossen, dass der Meter ab sofort das gemeinsame Längenmaß ist. Freunde, das kann ich mir so richtig gut vorstellen, wie sich da so eine Männerrunde zusammensetzt und einfach was beschließt, über die Köpfe der Frauen hinweg. Ne? Die hätten mich mal fragen sollen. Liebe Männer, also wenn das hier 20 Zentimeter sind, dann ist mein Freund ungefähr so groß. 1795 wurde ja der Meter eingeführt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man so gelebt hat ohne den Meter. Ich meine, wenn die früher nur Zentimeter hatten, dann war ja früher alles noch viel, viel kleiner, oder? Ich meine, da konnte man bestimmt zu Fuß nach Berlin laufen. Obwohl, nee, die Menschen waren ja logischerweise auch ganz klein und da war das für die wahrscheinlich schon wieder ganz schön weit nach Berlin. Ach, ist das kompliziert. Bin ich froh, dass wir den Meter haben. Ich verstehe es jetzt selber nicht mehr. Viele Menschen können ja Entfernungen ganz schlecht abschätzen. Ich habe da so meine eigene Methode, um rauszufinden, wie lang so ein Meter ist. Ein Meter ist nämlich genau die Entfernung, bis auf die ich mich einem Mann nähern kann, bevor der sich umdreht und weggeht.